Ich bin gerade in Brandenburg im Haus meiner Eltern und sitze den Lockdown aus. In meiner Malerei geht es immer mehr um den Menschen in der Natur und im sozialen Gefüge, im Widerspruch zu sich selber und seiner Umgebung. Meine Ideen kommen mir durch Strömungen, die mich umgeben, die so in der Luft liegen, wie ein Gefühl für etwas, was ich entwickeln könnte. Und ich befürchte, es wird immer autobiografischer, wie man vielleicht an meinem Hintergrund erahnen mag. Die Münder und die Augen. Das ist fast wie eine Uniform und wirken entindividualisierend. Das heißt, es handelt sich nicht um eine Person, sondern um die Idee einer Person. Und die aufgerissenen Münder haben auch noch ein weiteres Aspekt zu bedienen. Und zwar lassen sie den Betrachter offen, wie er das Bild wahrnehmen will oder wie er die Person darin wahrnehmen will. Es kann ein Erstaunen sein, ein Erschrecken sein, aber es kann genauso gut auch der Mund von einer Sexpuppe sein, der einen daran erinnern mag. Aber das ist nicht festgelegt und variabel. Humor ist mir überhaupt nicht wichtig. Mich inspiriert der Mensch.